Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich mit meinem Kanal Kaniko am 18. April 2017 die 1000 Abonnenten erreicht. Ich möchte mich in diesem Sinne bei allen herzlich bedanken, die mich abonniert und unterstützt haben und hoffe auf eine weitere gute Zeit auf diesem Kanal. Als ein kleines Abonnenten-Special habe ich meinen Tag im Botanischen Garten in Berlin gefilmt und dabei natürlich besonderen Wert auf die fleischfressenden Pflanzen und deren Haltung gelegt. Ab und zu habe ich aber auch, so wie hier, einfach nur schöne Landschaften oder Pflanzen gefilmt. Manchmal waren zwischen den normalen Pflanzen auch fleischfressende Pflanzen untergebracht, so wie hier Heliamphora heterodoxa, Heliamphora nutans und Drosera capillaris, die man hier leider nur schlecht sehen kann, da die Scheibe beschlagen ist. Auch nicht uninteressant für Karnivorenfreunde sind natürlich die verschiedenen Moosarten, die im Botanischen Garten wachsen. Der Botanische Garten in Berlin ist der größte Botanische Garten Deutschlands und auch der schönste, den ich bis jetzt besucht habe. Nachdem ich mir dann draußen alles angeschaut habe, bin ich nach drinnen in die riesigen Gewächshäuser gegangen. Besonderen Wert habe ich natürlich auf die fleischfressenden Pflanzen gelegt, die ihr jetzt hier seht. Zu meiner Freude wurde den fleischfressenden Pflanzen eine komplette Ecke in einem riesigen Gewächshaus gegeben. Von solch einem Gewächshaus kann ich natürlich nur träumen, denn hier war eine riesige Fläche, alles mit Karnivorenerde und mit kleinen Teichen, Seen und Bachläufen. Zu sehen gab es erstmal ein riesiges Becken voll mit Sarazenien verschiedenster Art. So sehen wir hier zum Beispiel Sarazenia oreophila, Sarazenia psittacina, aber auch Sarazenia alata. Besonders auffällig waren natürlich die riesigen, wunderschönen Blüten. Meine Sarazenien haben bisher noch nicht geblüht, weshalb dieser Anblick hier natürlich besonders schön und interessant war. Generell waren die Schläuche meist riesengroß und wunderschön gefärbt und auch das Ensemble der ganzen Pflanzen hat wunderbar zusammengepasst. Von gelben bis hin zu roten Blüten war alles dabei. Am Rande des Gewächshauses befand sich eine riesige Landschaft voll mit Droseras. Da die Gattung der Droseras sehr artenreich und interessant ist, zählt sie zu einer meiner Lieblingsarten. Zwar besitze ich mittlerweile fast alle Arten, die hier zu sehen waren, aber dennoch war der Bachlauf und das ganze Zusammenspiel der Pflanzen wunderschön anzusehen. Von Zwerg-Drosera-Arten wie Drosera pygmaea oder Drosera prüschella bis zu großen Drosera-Arten war eigentlich alles dabei. Schön war auch, dass die Pflanzen nie einzeln, sondern immer in großen Gruppen gepflanzt wurden. Das sieht man hier zum Beispiel bei Drosera aliciae. Nur diese Nepenthes cingalana war etwas alleine. Auffällig sind natürlich auch hier die vielen Blütenstiele. Und ich denke, wenn ich ein paar Wochen später gekommen wäre, hätte ich mir vielleicht sogar ein paar Samen mitnehmen können. Da das aber vermutlich nicht erlaubt ist, ist es wahrscheinlich besser so gewesen, dass die Samen noch nicht reif waren. Der kleine Fluss, der sich durch die Landschaft zog, floss unter anderem durch Drosera-Arten wie Drosera filiformis oder Drosera binata oder hier Drosera pulchella, eine Zwerg-Drosera-Art. Hier im Hintergrund sieht man Drosera filiformis und Drosera adelai und hier Drosera binata, die schon eine ordentliche Größe erreicht hatten. Weiter vorne waren eher gewöhnlichere Drosera-Arten zu finden, wie zum Beispiel hier Drosera capensis. Aber auch Drosera hamiltoni und Drosera natalensis waren vertreten. Nachdem ich mir alle Pflanzen nochmal angeschaut hatte, ging es weiter zu einem Terrarium auf der anderen Seite des Gewächshauses. Die Pflanzen im Terrarium waren durch eine Glasscheibe abgeschirmt, so wie diese kleinen Pinguicula-Arten hier. Aber auch diese gigantische Nepenthes war in dem Terrarium zu finden. Genauso wie einige Heliamphora heterodoxa oder Ruridulas. Mittlerweile besitze ich sogar selbst eine Ruridula, also eine Wanzenpflanze, über die bald ein Video erscheinen wird. Besonders schön waren natürlich auch die vielen Heliamphoras, die eine riesige Größe erreicht hatten und oft am Blühen waren. Nie zuvor habe ich so große Heliamphoras gesehen, geschweige denn welche, die geblüht haben. Viele dieser Karnivorenarten waren in Sphagnum gepflanzt, welches man hier im Hintergrund sieht.
ist es dabei eher braun als grün, was an einer mangelnden Luftfeuchtigkeit liegen könnte. Nachdem ich das Gebiet mit den fleischfressenden Pflanzen vorerst hinter mir gelassen habe, erkundete ich den Rest des Gewächshauses, welcher auch ausgesprochen schön war. Ein besonderes Highlight war auch dieser Wasserfall mit einem großen Teich und wunderschönen Fischen darin. Über diese Steine konnte man zwischen den Fischen hindurchgehen, was ich natürlich auch getan habe. Zu meiner besonderen Freude befand sich in der anderen Ecke des Gewächshauses die Senepenthes ventricosa, welche sogar Samenkapseln gebildet hatte. Auch diese Pflanze war riesengroß und wunderschön. Zwischen den Pflanzen fand man immer wieder diese Mini-Wachteln, die dafür da waren, Ameisen und kleine Raupen zu fressen, die die Pflanzen schädigen könnten. Nachdem ich nochmal zu den Karnivoren zurückkehrte, fielen mir diese Drosera regia auf, die mir vorher nicht aufgefallen waren. Die waren noch ziemlich klein und müssen vor nicht allzu langer Zeit erst dort gepflanzt worden sein. Im Laufe des Tages wurde das Gewächshaus immer voller und auch die Menschen, die sich die Karnivoren anschauten, wurden immer mehr. Leider tat es einem immer sehr weh, wenn die Leute ihre Finger in die Pflanzen gesteckt haben oder ihren Kindern irgendwelche falschen Begriffe erklärt haben. So habe ich zum Beispiel mitbekommen, wie Schlauch- und Kannenpflanzen verwechselt wurden, wollte aber nicht als Besserwisser dastehen und die Leute belehren. Also musste ich es auf mir beruhen lassen, dass das Kind etwas Falsches beigebracht bekommen hat. Nach dem Rundgang habe ich mir nochmal die Karnivoren ganz am Anfang angeschaut und danach das Gewächshaus verlassen. So war mein Urlaub in Berlin und auch die Zeit im Botanischen Garten schon vorbei. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, dort mal hinzugehen, da es wirklich echt wunderschön ist. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben oder einem Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.